Ja, wir sind hier bei JugendHackt in Dresden. Knapp 50 Jugendliche verbringen hier das ganze Wochenende zusammen und erarbeiten in kleinen Gruppen Softwareprojekte. Wir sind hier in den wunderbaren Räumen des Deutschen Hygienemuseums, wo diese Gruppen, die sich so am Freitag, am ersten Tag nach einem Brainstorming finden, dann ganz verteilt hier über die Räume arbeiten. Und wir sind gespannt, was am Sonntag dann um 13 Uhr so bei den Präsentationen zu sehen ist. Mir gefällt es gut. Ich finde, nach der langen Corona-Pause ist es schön, sich nochmal in Präsenz zu treffen, so ein Wochenende zu haben, auch mit vielen neuen Leuten. Ich bin das erste Mal bei JugendHackt und wir arbeiten an einem Projekt, das heißt das Presence Board, das sozusagen direkt anzeigt, wenn man nach Hause kommt, wer ist gerade zu Hause. Wir haben das halt komplett selber gemacht, selber gecodet und so. Und die Teile haben wir auch selbst erstellt. Mit 3D-Drucker und diese Platte hier haben wir mit einem Lasercutter gefertigt. In dem Projekt geht es darum, dass man für Geschichtsunterricht besser lernen kann. Wir haben einen Zeitstrahl, eine Karte und ein Spiel, wo man bei allen drei Sachen gut lernen kann. Das ist eine sehr nebulöse Vorstellung. Was ist das eigentlich, Programmieren? Wir alle nutzen Apps und fragen uns aber selten, wie funktionieren die eigentlich? Und da ist JugendHackt natürlich auch ein Format, was jungen Menschen ein bisschen einen Blick hinter die glatten Oberflächen bietet. Die beiden sind eigentlich ziemlich Neuansteiger, wenn es um Informatik geht. Sie wussten nicht, wie man eine Webseite aufbaut, aber jetzt haben wir schon einen Teil unserer eigenen Webseite schon allein selbst zu diesem Zeitpunkt aufgebaut. Und das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Unser Projekt heißt School Wi-Fi Rating. Da können Schüler bzw. Lehrer das WLAN in ihrer Schule bewerten. Wir sind eine Dreiergruppe und wir haben zwei Mentoren, die uns unterstützen. Ich war jahrelang als Teilnehmerin bei JugendHackt. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht Informatikerin, wäre ich nicht 2017 bei JugendHackt gelandet. Und einfach diese Begeisterung für Technik, die mir damals eben auch andere MentorInnen vermittelt haben, die möchte ich jetzt eben auch anderen TeilnehmerInnen weitergeben und hoffe, dass eben so gerade auch Gruppen, die wenig in der IT vertreten sind, viele Mädchen sind bei JugendHackt und eben, dass das sich auch in die IT-Szene ausbreitet. Es ist nicht umsonst ein Hackathon, also eine Mischung aus Hacken und Marathon. Es sind lange Tage, aber die Motivation ist hoch. Wir können natürlich nicht drei Tage lang ohne Pause vom Computer sitzen, auch wenn viele TeilnehmerInnen das gerne würden. Aber das ist dann auch irgendwie die Aufgabe von uns MentorInnen, irgendwie mal dafür zu sorgen, dass die mal vom Laptop wegkommen. Da haben wir dann Fangen auf der Wiese gespielt, dass einfach so ein bisschen Bewegung reinkommt und nicht alle mit Rückenschmerzen und eckigen Augen nach Hause fahren. Es geht bei uns immer auch darum, nicht nur eben Technik und Coding-Skills zu vermitteln, sondern auch dann die Frage mit einzubeziehen, was wollen wir denn eigentlich mit unseren Fähigkeiten tun und welche Rolle wollen wir spielen in der Gesellschaft? In unserer Gruppe haben wir ein Projekt zum Thema Netzpolitik gemacht. Unser Ziel ist es da, die Verbreitung von netzpolitischen Nachrichten zu vergrößern, indem wir den Leuten Push-Benachrichtigungen aufs Handy schicken und wenn sie da dann draufdrücken, dann finden sie auf unserer Internetseite eine Kurzfassung von netzpolitischen Artikeln. Es geht natürlich darum, diese wichtigen Themen, die häufig nicht in der Öffentlichkeit sind, trotz ihrer großen Bedeutung, mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Also unser Projekt heißt Kennst du den Sport? Wir haben eine Quiz-Webseite erstellt. Das ist unsere Startseite. Wir wollten auch noch einen anderen Modus erstellen, wo man selber herausfinden kann, welcher Sport am besten zu einem passt, indem man die Stärken und Schwächen von sich angibt. Und dann würde man halt auch Vereine in der Nähe finden. Aber da sind wir halt erst noch dabei, das zu machen. War auf jeden Fall sehr spaßig und ich habe auch viel mitgenommen.